Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe Post bekommen und schaut mal von wem, ganz genau von Tini Schnickschnack. Ich freue mich wahnsinnig über das Paket. Ich habe schon geglaubt, dass es sich nicht ausgeht bis heute Samstag. Aber, also dass ich das Video drehen kann, aber heute ist das Paket angekommen und jetzt drehe ich natürlich sofort das Video, weil es mich ganz einfach interessiert, wie die Qualität von Tini Schnickschnack ist. Ich habe schon etliche Videos gesehen von anderen YouTubern, wo die Bilder vorgestellt wurden und da hat es sehr danach ausgeschaut, dass er wahnsinnig gute Qualität ist. Die liebe Tini hat mir da was zusammengestellt und das werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe schon aufgeschnitten den Karton, damit es etwas schneller geht. Ich habe aber noch nicht reingesehen. Das machen wir jetzt. Ich bin so richtig aufgeregt. So, da kommt einmal was entgegen und zwar Tini Schnickschnack Rabattcodes für Partnershops. Spare bei deiner nächsten Bestellung auf bigmondo.de mit dem Rabattcode Tini10, crazy.shop wieder der Rabattcode Tini10 und 11% bei dem Shop bua.de. Ja, finde ich sehr gut. Da ist ein bisschen, ich glaube, jetzt ist es besser, gell? So. Vielen Dank für deine Bestellung. Solltest du Probleme mit einem Produkt haben, schreib mir bitte eine E-Mail an reklamation@tini-schnickschnack.de. Und dann, wo sie vertreten ist, also Tini Schnickschnack kennt eh jeder, die hat einen YouTube-Kanal, dann ist sie auf Instagram und auf TikTok. Ja, und die Internetadresse www.tini-schnickschnack.de. Ja, ist sehr schön. So, da kommt mir eine Überraschung entgegen. Schauen wir, was da drinnen ist. Überraschungen legt sie immer bei. Ein kleiner Hase. Der ist süß, oder? Der kommt in mein Regal, auf jeden Fall. Der ist lieb. So, dann haben wir einen Stift hat sie mir eingepackt. Schauen wir sich den an. Der ist lieb. Der ist so ganz weich, ja. Seht ihr das? Der ist so, weiß ich nicht, wie ich sagen, so richtig weich, angenehm. Und mit einer Einserspitze. Super. Den werde ich ausprobieren. Weil heute werden wir auch Probe binden. Weil ich muss das unbedingt wissen. So, da kommt jetzt dann das Bild. Karton kann weg. Soll ich euch erst das Bild zeigen oder das? Weil wenn ich euch das sage, dann wisst ihr, wie das Bild aussieht. Machen wir spannend. Ich zeige euch erst das Bild. Da haben wir einen Umkarton, nenne ich das. Also schöner wäre es halt vielleicht in einem richtigen Karton. Ich weiß, Verpackung ist teuer, ja. Aber wenn es eine gute Qualität ist, wie ich in dem Video gesehen habe, in den Videos, dann
ja, sollte halt vielleicht die Verpackung auch noch. Ich meine, sie ist sehr schön, da gibt es gar nichts, nicht? Aber halt, ja. Wie gesagt, Dini Schnickschnack, das Logo. Folge mir auf TikTok, Instagram, YouTube. Und hinten Diamond Painting ist noch nicht nur ein Hobby, es ist die Liebe zur Herausforderung. Und da haben wir dann wieder die Internetadresse. Gut. Das war jetzt keine Kritik, bitteschön, ja? Also punkto Karton, ja? Überhaupt nicht. So, Bild. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin sowas von gespannt, Leute. Ah. Also die Leinwand, die ist ja schon, die ist, wie soll ich es erklären, so wie ein Bettlaken. Vielleicht könnt ihr das sehen. Wie ein Bettlaken, ne? Und mit abgesteppten Rändern, dass nichts ausfransen kann, finde ich sehr toll. Da oben steht Dini Schnickschnack. So, und jetzt bin ich gespannt. Ich bin ziemlich aufgeregt heute. Ziemlich aufgeregt. Steinchen machen wir später. So. Das ist das Motiv. Das hat mir so gut gefallen, wirklich. Das ist ein Künstlerbild. Ich glaube, ich habe mir es jetzt nicht aufgeschrieben. Karuschka Art. Moment, ich komme gleich. So, ich bin jetzt wieder da. Also es ist ein lizenziertes Bild. Es ist ein Bild von einer Künstlerin. Und zwar ist es die Karuschka Art. Das ist eine Tattoo-Zeichnerin, ja. Und wie gesagt, das hat mir schon sehr lange gefallen, dieses Bild. Und ja, jetzt habe ich es hier. Gut, also wir haben rechts und links eine Legende. Wir haben 53 Farben. Da haben wir das Logo von der Dini. Dann haben wir das Vorschaubild. Modellnummer, also Bildnummer. Wir haben hier runde Steinchen und die Größe ist 40x60. Da ist das Vorschaubild, dann die Legende mit DMC-Nummern und unten Diamond Painting ist nicht nur ein Hobby, es ist die Liebe zur Herausforderung. Und auch hier, dass die Dini auf TikTok, auf YouTube, auf Facebook und auf Instagram ist. Dieses Bild gibt es auch in eckig. Eigentlich wollte ich es in eckig, das war meine Schuld. Ich hätte ihr schreiben sollen, dass ich es in eckig möchte. Aber das ist auch kein Problem, denn auch runde Steine können sehr schön sein. Und außerdem bin ich dann schneller mit Bild fertig, nicht? Weil runde Steine sind ja größer. Ja, kommen wir zur Klebekraft. Seht ihr? Super. Es ist gegossener Kleber. Ja, bei der Gelegenheit können wir gleich den Druck anschauen. Der ist wirklich schön. Sehr schön. Also das kann ich sogar ohne Lightbed benden. Hundertprozentig. So groß. Gut.
Der Druck ist bei runden Steinen größer, ja, als bei eckigen. Aber super. Ich freue mich so über dieses Motiv. Von der Künstlerin gibt es noch ein Bild im Shop von der Tini. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also, da bin ich auch schon am Überlegen. Ne? Ja, was hält es von dem Motiv? Das ist doch wunderschön. Das Toolkit, gell? Habe ich vergessen. Heute machen wir einmal alles umgekehrt. Das Toolkit, was da dabei ist, schauen wir sich an. Da haben wir ein lila Schiffchen. Die mag ich sehr gern wegen dem Schnabel. Die mag ich sehr, sehr gern, diese Schiffchen. Ich habe schon ein paar in Weiß daheim. Ja, super. Dann haben wir einen durchsichtigen Stift mit einem 1er-Aufsatz und einem 3er-Aufsatz. Dann haben wir einen, das müsste der 7er-Aufsetzer sein, ein breiter ist das. Dann haben wir eine irrsinnig gute Pinzette. Die ist ganz, ganz spitz. Das sind meine liebsten Pinzetten. Pinzetten kann man nicht genug haben. Und dann haben wir Wachs dabei in einem schönen Döschen. Und hoppala, da sind 3 Stück Wachs drinnen. Nicht vergessen, die Folie abzumachen. Wenn sie zum Binden beginnt. So, gehen wir das wieder zurück. Das finde ich sehr, sehr gut, dass das Wachs in einem Düschen ist. Somit kann es nicht austrocknen. So, das Toolkit. Dann hat sie mir noch etwas eingepackt, das zeige ich euch jetzt, und zwar ist es der Folienbeschwerer zu diesem Bild. Ist also in einem irisierenden Papier eingepackt, ist wunderschön. Na. Wenn es noch aufgehen würde, jetzt. Das ist ganz schön schwer. Also der ist doch wunderschön. Ne? Es ist ein Magnet. Ne? Das kann man zum Beispiel auf den Kühlschrank drauf oder so. Oder halt die Folie zurückschlagen und das drauflegen. Das ist ganz schön schwer, aber das ist wahnsinnig schön. Also seht ihr, wie dick das ist, das Glas. Wenn es ein Glas ist, ich glaube schon, dass das ein Glas ist. Ja, also passend zum Bild. Wunderschön. Ja, und jetzt kommen wir zu den Steinchen. So, da seht ihr mal die schönen Farben. So viel ich weiß, sind da AB-Steinchen mit dabei und es sollen auch nachtleuchtende Steinchen dabei sein, weil alles, was ihr da weiß seht, die ganzen Umrandungen, das sollen nachtleuchtende Steinchen sein. Also mit nachtleuchtenden Steinchen habe ich noch nicht gearbeitet. Aber jetzt schauen wir sich einmal die Qualität der Steinchen an.
So, also beginnen wir. Da ist die DMC-Nummer drauf, DSS35, das ist die Bildnummer da unten und die 38, ja, das ist dann das Symbol. Also ein schönes, also muss man die Steinchen jetzt anschauen. So viel ich weiß, bei den eckigen Steinchen, bei der Dini Schnickschnack, verwendet sie Harzsteine. Ob das jetzt bei den Runden auch der Fall ist, das weiß ich jetzt nicht, gell? Aber die schauen sehr gut aus. Die haben keinen Punkt. Ich sehe da keinen Punkt. Also, ich müsste direkt einmal nachfragen, ob die Runden auch Harzsteine sind. So, dann haben wir Lila, Hautton, helles Orange, wieder Lila, ein helles Blau, das ist eine schöne Farbe. Dann haben wir Weiß, 1, 2, aha, ich glaube, dass das die nachtleuchtenden Steinchen sind. Ich glaube schon, weil das sind weiß da, ne? Das sind normale weiße Steinchen und die sind irgendwie so, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, ich glaube, das sind die nachtleuchtenden Steinchen, also 1, 2, 3 Backerl davon. Jetzt kommen wir zur AB-Farbe und zwar in Lila. Wunderschön. Jetzt muss ich da einmal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AB. 8 AB-Steine haben wir da dabei. Wow! So, dann haben wir ein helleres Lila in AB. Noch ein helleres Lila in AB. Was ist AB? Aurora Borealis, das sind Steinchen mit einer besonderen Beschichtung, die den Nordlichtern nachempfunden sind. Mit den Steinchen kann man Akzente setzen, also für die, die es nicht wissen. Ja. Dann haben wir Rosa in AB, auch schön. Grau in AB, seht ihr das? Ja, jetzt da. Noch einmal grau in AB, also ein Fleischton, so in AB, gelb in AB und die 5200 in AB. So, das war der erste Streich. Wow! Meine Farbe. Also ist nicht direkt pink, aber ganz ein dunkles Rosa. 1, 2 Backerl, dann ein Rosa, ein Rot, ein schönes, kräftiges Rot, Orange, ein Jeanblau, sage ich da dazu, ein schönes Royalblau, wieder ein Blau. Noch ein Rot, was ist das? Ganz ein dunkles Blau. Wieder ein Blauton, eher so türkis. Das ist auch schön, so türkis. Rot, rot, dunkleres Rot, Magenta eigentlich. Dunkles Grün, ein Beige. Ein helles Rosa, da kommt jetzt ein Pink und wieder Rosa. Das letzte Backerl, das ist auch ein schönes Grün. Lila, hellgrün. Grün, wieder ein anderer Ton, dunkles Grün,
grau. Ich nehme halt auch, das wird der Wolf, weil der ist ja grau. Helles Grau, dunkles Grau, noch ein dunkleres Grau. Rot, lila, ein dunkles Lila, wieder so ein Schlammton, noch ein dunklerer Schlammton. Ich schätze, es ist die 310 da. Lila, lila, blau und lila. Also die Steinchen sind sehr schön. Da kann man nicht meckern. Ich werde jetzt die Farben einsortieren gehen und dann machen wir Probepainting. Bis später. So, ich bin wieder da. Was für euch ein paar Sekunden war, war für mich ein bisschen mehr wie 1,5 Stunden. So lange habe ich Steinchen einsortiert. Ich paint jetzt mit diesem neuen Stift. Habe ich schon befüllt. Natürlich mit dem blauen Wachs von der Dini. Das kommt da sehr gut, dieser Folienbeschwerer. Jo, ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar mit dem Punkt da. Symbol, der Punkt. Und jetzt schauen wir gleich, wie sich die Steinchen verhalten im Schiffchen. Ja, also seht ihr, die liegen sehr schön im Schiffchen. Ne? Gut, wir beginnen. Und das Wachs da drinnen gut hält. Nein. Naja. So. Schau mal, ich bin ja schon so gespannt, wie sie die Steine legen lassen. Ich finde 53 Farben hat das Bild. Finde ich für die Größe 40 mal 60 ja nicht sehr wenig, muss ich sagen. Ja. Also das hat schon viele Farben, nicht für die Größe. Das müsste ja eigentlich super rauskommen dann, weil man sagt ja, je mehr Farben ein Bild hat, umso schöner kommt es raus. Ne? Wo 53 Farben ist ganz schön. Ja, ich bin ja schon gespannt, wie lange ich dafür brauche. Natürlich müssen jetzt meine Strickprojekte etwas kürzer treten, weil ich möchte das Bild, also das Bild mache ich für mich. Das passt nämlich sehr gut in meine Wohnung von der von den Farben her, nicht? Wisst ihr eh nicht? Pink, lila, rosa, so und das würde ich wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ich bin mir noch nicht sicher, entweder ins Wohnzimmer kommt oder es kommt ins Schlafzimmer. So. Also ich muss schon sagen, die Steine lassen sich sehr, sehr schön legen. Da gibt es gar nichts. So. Gut. Ich darf jetzt sagen, wir machen etwas Zeitraffer, damit ich das fertig bringe und damit ich euch dann ein bisschen was zeigen kann, gell?
jetzt fertig mit diesem Stück und Qualität ist super. Ja, also da sind die nachtleuchtenden Steinchen drinnen. Das sieht man jetzt nicht, weil es ist ja viel zu hell. Ich habe es probiert beim Licht abdrehen, aber es ist noch immer zu hell. Da ist nachtleuchtend, da hier. In der Mitte drin haben wir ein B-Steinchen hier. Dann haben wir da ein B-Steinchen, seht ihr das? Und hier, da haben wir auch ein paar ABs. Und hier auch. Also ist wirklich, die Qualität ist top. Also ich kann nicht mehr sagen. Wie gesagt, die Leinwand top. Der Druck top. Die Steine top. Ich kann den Shop nur empfehlen. Ich habe euch alles in der Infobox verlinkt. Ihren Shop. Schaut vorbei, es lohnt sich. Liebe Tini, wenn du das hier siehst, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für das Bild, für den Stift. Der ist übrigens auch sehr gut. Also mit dem habe ich gebintet jetzt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich das testen durfte und dass ich das auf meinem Kanal vorstellen durfte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, einen Daumen nach oben, wenn ihr mir geben würdet, oder über ein kostenloses Abo. Ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Tschüss!